Krieg? Ich habe über deine Worte nachgedacht, was man machen könnte. Etwas Sinnvolles zum Besseren fürs Camp. Ich höre. Hast du etwas Zeit? Ich will dir was zeigen. Ja, ein bisschen Zeit hätte ich. Wo wollen wir hin? Warst du schon mal bei den Höhlen nördlich des Sees? Ich kenne sie. Na los, mal sehen, ob du mithältst. Okay, los geht's. Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Days Gone. Und wir machen jetzt hier mit der Quest weiter. Ich habe heute sowieso Sumpfdienst. Ich muss nachsehen, ob irgendwelche Freaks da im Matsch feststecken. Wann warst du das letzte Mal hier oben? Vor ein paar Jahren, glaube ich. Als ich klein war, wohnten wir in der verdammten Höhle. Mein alter Herr hielt sich für einen Geologen. Scheinen einige zu sein. Freaks, die im Schlamm stecken, meine ich. Ja, klingt so. Ja, lass mich das machen. Okay, das überlasse ich dir gern. Also, wo waren wir stehen geblieben? Okay, das überlasse ich dir gern. Sehr schön. Ich glaube, Skizzo hat einen neuen Mann für den Job. Du weißt, was Skizzo mich mal kann. Jedenfalls, wie gesagt, er konnte ewig darüber reden, wie sich die Außenwände der Höhlen aus erkalteter Lava geformt haben, während in ihrem Inneren noch heiße Lava unter dem Gestein floss. Die großen Höhlen zogen die Touristen an. Die Metolius-Höhle da oben. Und es gibt noch viel mehr. Hier ist alles voller Höhlen. Okay, okay, wir nähern uns dem Highway. Leise jetzt. Okay, runter, runter. Oh Mann! Deshalb hast du mich hergebracht? Für den Gestank dieser verdammten Freaks? Ja. Komm schon, mir nach. Halt, 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 dir nach. Wo wollen wir denn hin? Vertrau mir. Komm. Geh nicht zu nah ran. Bleib unten. Was zum Teufel machen wir hier, Dick? Das ist doch bescheuert, selbst für einen verdammten Drifter. Warte, warte. Weißt du noch, was du mir über die Touristen erzählt hast, die im Sommer aus Kalifornien kamen und den Highway und die Interstate verstopft haben? Ja, im Juli stanken die Leute hier fast so übel wie die Freaks. Tja, mit einer Sache hattest du recht. Diese Freaks, die großen Gruppen, die manche Horden nennen. Ich glaube, sie sind der Grund, warum sie nicht weniger werden. Wie meinst du das? Denk doch mal drüber nach, Mann. Ich gehe da draußen schon seit über einem Jahr auf die Jagd. Boozer ebenso. Und Ricky, Skizzo, ein paar andere. Und wie viele Freaks habe ich wohl schon getötet? Ein paar. Ein paar, ja. Aber es werden irgendwie nie weniger. Das heißt? Es sind diese Horden. Jede Nacht ziehen sie in endloser Reihe über den Santium Highway. Tausende von Freaks. Sie strömen ins Lost Lake Town, nach Norden in die Cascades. Und du glaubst, sie kommen aus Kalifornien? Der Highway ist zu. Es war seit Jahren niemand mehr südlich vom Santium Pass. Für die Horden ist er nicht zu. Wir kommen wegen der Freaks nicht durch. Wie auch immer, der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass jede Nacht Horden hier durchkommen und wir nichts tun können, um sie zu stoppen. Tja, da hast du wohl recht. Ich habe bei dem Versuch viele Männer verloren damals. Ja, ich weiß. Ich war dabei. Und aus jeder Horde, die hier durchzieht, wandern ein paar ab oder sie verteilen sich aus irgendeinem Grund und dann überall Freaks, soweit das Auge reicht. Man muss sie nicht sehen, um zu wissen, dass sie hier sind. Wir müssen die Horden irgendwie daran hindern, hier durchzuziehen. Vielleicht können wir dann ihre Zahl reduzieren. Es sicherer machen. Mehr Land gewinnen und bewässern. Ja. Okay, und machen wir das? Weißt du, verdammt gut, dass du keine, wie sagtest du,
Horde angreifen kannst. Ihr Geheimnis. Ich will verdammt sein. Ja. Sie sind den ganzen Tag über hier. Sie überwintern oder was zum Teufel Freaks tun. Also, woran denkst du, dass wir... Ja. Wir jagen das Ding hoch. Bisschen Dynamit da, da und da. Wir lassen den ganzen Scheiß einstürzen und schließen sie ein. Ja, so schließen wir ein paar hundert ein. Und was soll uns das bringen? Nein, du verstehst nicht. Wenn die Höhle dicht ist, dann haben sie keinen Schlafplatz mehr. Und wenn das verpisste Drecksloch austrocknet und nicht mehr stinkt, dann kommen keine neuen. Okay. Okay, das klingt gut. Okay, los, erstmal zurück. Gut, meine Knie sind aufgewärmt. Mal sehen, ob du mithalten kannst. Ja, okay. Erzähl mal, wie bist du in der Außenwelt ein Experte für Freaks geworden? Verbringst du deine freie Zeit, damit sie zu verfolgen? Zu beobachten, wie sie ticken? Nicht ganz. Woher weißt du das dann alles? Was eine Horde gerade vorhat, wo sie schläft? Vor ein paar Tagen war ich nördlich vom Belknap-Krater, als ein Heli vorbeiflog. Ein Heli? Was zum Teufel? Hör mir einfach zu. Es war ein schwarzer Heli. Einer von diesen Nero-Hubschraubern, die überall unterwegs waren, als alles den Bach runterging. Und du hast einen gesehen, der noch flog. Ich bin ihnen nach. Hab ein Funkgerät geklaut, hab sie verfolgt, wollte sehen, ob sie eine Basis haben und Vorräte. Mann, ich wollte wissen, ob die Cops noch leben. Weißt du, was ich meine? Die machen hier draußen irgendwas mit den Freaks. Sie untersuchen sie oder so. Dafür haben sie die Ressourcen. Ich bin ihnen hoch zu den Grottenhöhlen gefolgt. Kennst du die? Ja. Sie haben da Bewegungssensoren und zählen, wie viele Freaks tagsüber in der Höhle sind. Und, Mike, es waren Tausende. Tatsächlich. Sie sagten, alle Freaks beim Cascade-Gebirge südlich vom Crater Lake und im Norden hoch bis Smith Rock, alle nutzen diese Höhlen für den Ruheschlaf. Also, wenn wir diese Höhlen sprengen, dann sind es vielleicht ein paar weniger. Gut. Das ist ja schon mal ganz interessant. Hey, diese Idee von dir, gar nicht übel, aber um sowas hinzukriegen, bräuchte man richtig viel TNT. Du sagtest, du willst Lost Lake sicherer machen und genauso wird es gehen. Okay. Okay, hör zu. Ich muss noch was erledigen, okay? Triff mich doch bei der Brücke. In ein paar Minuten. Ich weiß, wo wir was finden. St. John! Du solltest vor einer Stunde bei der Farm sein. Ich hab gehört, er wartet eine Schaufel auf dich. Ja, Skizzo, ich hab zu tun. Also, Iron Mike und ich wollten gerade losfahren. Iron Mike und du? Du bewegst deinen Arsch heute dahin. Oder du und dein verkrüppelter Freund landen in der Außenwelt. Kapiert? Dann steckt ihr richtig in der Scheiße. Ey, ja, ich kümmere mich drum. St. John, Ende. Der bescheuert, oder was? Bildet denn der sich ein? Kunde. Genau. Alles andere wäre erstmal Quatsch, aber wir können ja mal gucken vorher, ob wir hier oder was wir an neuen Waffen bekommen. Wissen.
Genau. Das machen wir ganz als erstes. Hey, ja gut, können wir gleich Beute verkaufen. Ich habe Boozer neulich gesehen. Dein Freund, oder? Mann, das ist echt ein Ding, was ihm passiert ist. Ja, ja, stimmt. Hab gehört, es war ein Ripper. Stimmt das? Die das gemacht haben, meine ich. Ja, es war ein Ripper. Hör zu, können wir einfach das Thema wechseln? Yep. Thema wechseln heißt, wir... Okay, bis bald. ...holen uns jetzt neue Waffen. Deke, wie geht's meinem Beutejäger? Blair, wie läuft's? Gut, wir haben 11.987 Credits. Das sollte erstmal reichen. Okay, das ist eine SWAT 10. Eine kompakte und präzise Waffe. Verursacht nicht den größten Schaden, aber ihre Feuerrate und Präzision machen diese Waffe so nützlich. Hört sich erstmal ganz gut an, ne? Was ist das? Diese doppelläufige Schrotflinte mit großer Munitionskapazität ist bei Nahkämpfen die erste Wahl. Auch nicht schlecht, ne? Aber... Der Verkäufer sagte, es sei in Ordnung. Fall, ne? War kein Problem. Rising M50. Was dieser Waffe an Schaden und Mannstoppwirkung fehlt, gleicht sie mit hoher Feuerrate und Präzision bei Fernkämpfen aus. Gut, die holen wir uns auf jeden Fall, ne? Keine Rückerstattung, nur dass du es weißt. Handfeuerwaffe. Eine einzigartige Schrotflinte, die in einen Hüftpolster passt. Hüftholster passt. Verursacht nicht den größten Schaden, was ihre Vielseitigkeit wettmacht. In besserem Zustand. Ja, komm. Holen wir uns auf jeden Fall auch. Tja, Garantie gibt's darauf nicht. Und dann sollten wir die auch noch mitnehmen. Ein halbautomatisches Militärpräzisionsgewehr. Für exakte Schüsse auf großer Distanz. Na, die macht bestimmt ihr's, ne? Für ihr das Geld. Für ihr Geld. Nehmen wir mit. Es gibt eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, solange du es niemals wiederbringst. Das ist ja lustig. Gut. Vorräte. Okay. Primärschalldämpfer nehmen wir mit. Spezialschalldämpfer nehmen wir mit. Das sollte gehen. Munition ist alles voll und hier können wir jetzt Blendgranaten kaufen, aber brauche ich die? Aber für 100 können wir das machen, ne? Yep. Sehr gut. Gute Wahl. So, na gut. Dann haben wir hier erstmal alles soweit. Welche habe ich jetzt ausgerüstet? Die haben wir ausgerüstet. Handfeuerwaffe haben wir die gute Pump ausgerüstet. Genau. Und Primärwaffe haben wir das neue Maschinengewehr, Crow Breaker. Probieren wir auf jeden Fall aus, ne? Okay. Das hätten wir. Dann gehen wir nochmal zum Mechaniker? Ich habe beim Tierschutz gearbeitet. Hey, Deke! Dein Einsatzfinger bei Sisters. Ich pass immer auf. Ich bin vorsichtig. Mach dir keine Sorgen. Kein Job verfügbar. Schön, dich zu sehen. Gar nichts machen? Was? Wir haben Sprit, wenn du willst.
So, was haben wir denn hier? Wir könnten uns jetzt einen neuen Motor kaufen. Oh ja. Der macht hier Geschwindigkeit, ne? Ja komm, den holen wir uns. Das hält erstmal. Und was geht noch? Den Satteltaschen vielleicht. Oh, Alter, guck dir das an. Das ist heftig, oder? Reduziert die Lärmentwicklung deines Bikes, sodass Gegner dich nicht so schnell hören. 1000. Was ist mit der Aufbewahrung hier? Okay, wir haben dann eine weitere Satteltasche auf der Seite auch. Das dauert länger. Nee. Gut, aber das ist doch schon mal okay. Würde ich fast sagen. Gut, 1600 können wir uns nicht leisten. Hey. Wenn du nur da rumstehen willst. Ja, komm, wir holen uns den Auspuff noch. Was möchtest du noch? Oh. So, dann. Schauen wir hier nochmal. 1200. Rahmen. 1800. Das dauert länger. Ja, alles ist wahrscheinlich zu teuer, ne? Müssen wir erstmal wieder ein bisschen was verdienen. Optik. Ja, so neuer Scheinwerfer. Schon nicht verkehrt, ne? Hey, dein Bike sieht jetzt gut aus. Sehr schön. Kriegen wir noch was für 192? Nee. Ja, für 150. Bremsen. Ja gut, da sieht man jetzt nicht. Aber gut, das Moped ist jetzt schneller, dann soll es auch besser bremsen, ne? Gute Wahl, schick und robust. Gut, werden wir mal schauen, ob es auch besser bremst. So, für 42 werden wir nichts mehr kriegen. Verkleidung haben wir auch alles. Dann gucken wir nochmal wegen der Lackierung. Denn... da... Quatsch. Individuelle Akzente. Wir lassen das so. Hallo, Erde am Deacon? Genau. Ja, ich bin fertig. Die Schlange ist so lang, ne? Boah, sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Wir könnten noch tanken. Haben wir das Buch erledigt? Willst du sehen, was ich hab? Ah, wir haben nicht mehr so viele Credits, ne? Na gut, tanken können wir. Du brauchst echt viel Benzin. Tja, ich fahre ja auch viel rum. Klar, okay. So. Dann können wir uns ja die Quest angucken. Komm jederzeit vorbei. Bin ich mal gespannt. So, wir werden gleich mal gucken, ob wir Schalldämpfer hier hoch machen. Das können wir jetzt hier doch nicht. Schon dabei. Moment. Die kleine Moped mitnehmen können wahrscheinlich, ne? Nacht- und Nebelaktion. Oder auch nicht. Bereit? Wo wollen wir hin? Dieses Mal musst du mir vertrauen.
Okay, wo fahren wir hin? Weißt du, was hier abgebaut wurde überall in der Gegend? Ja, Quecksilber oder sowas. Genau, Zinnober, man extrahierte Quecksilber daraus. Viele Leute dachten, es wären Gold- oder Silberminen. Aber das stimmt nicht. Im frühen 20. Jahrhundert war Zinnober wertvoller als Gold. Zum Betreiben einer Mine braucht man TNT für Erweiterung, neue Tunnel, um Höhlen frei zu machen und so weiter. Und um TNT besitzen zu dürfen, musste man sich im Bezirk registrieren und Zweitschlüssel für die Aufbewahrungskisten hinterlegen. Warte, das Bezirksgericht, wo zum Teufel ist das? Ich dachte, das weißt du. Das ist im alten Bundesgebäude. Im alten Bundesgebäude? Das in Sherman's Camp. Scheiße, Mike. Was zum Teufel? Du hast gesagt, du setzt nie wieder einen Fuß dorthin. Ach ja, ich erinnere mich nicht. Du warst betrunken, direkt nachdem Joe getötet wurde. Hab ich dir gesagt, warum? Nein. Das ist echt ganz schön leise geworden, ne? Alter, wie sieht denn der Mike aus? Da wird es vor Freaks nur so wimmeln. Das ist keine gute Idee. Das Wetter hält, wird schon gut gehen. Okay, das da? Das ist das alte Bundesgebäude. Da wollen wir hin. Mhm. Lass uns Ärger möglichst vermeiden. Bleib von den Häusern weg. Wir waren doch erst kurz hier. Wir haben nur die ganzen Nester ausgelöscht. Wo wollen wir hin? Folge mir einfach. Den Schlüssel hat der Commissioner. Und du weißt, wo er ist, wo seine Leiche ist? Ja, ich denke schon. Weißt du, was hier passiert ist? Ja, alle wurden getötet. Frauen, Männer, Kinder. Nur wenige konnten entkommen. Du warst einer davon, oder? Nur zwei entkamen. Nora und ich. Aber nicht die Freaks haben alle ausgelöscht. Wie meinst du das? Oh mein Gott. Was zum Teufel, Mike? Nach zwei Wochen hatten wir keine Munition mehr. Es gab einen Waffenstillstand. Ein Treffen. Genau hier. Oh, wir wussten, was kommt. Wir wussten, was kommt und waren vorbereitet. Ein Kampf. Es war nur kurz. Aber heftig. Sie hatten doch noch etwas Munition und verdammt. Du siehst ja, was sie getan haben. Wie ich sagte, zwei Leute verließen die Stadt, als alles erledigt war. Und manchmal wünschte ich, ich wäre nicht einer von ihnen. Der Commissioner ist der Typ im Anzug. Hol den Schlüssel, damit wir verschwinden können. Wow, wie heftig. Wie heftig. Die Höhlen sind dir doch eigentlich scheißegal. Du hast mich hergebracht. Du hast mich hergebracht, damit ich das hier sehe. Falsch. Hast du den Schlüssel? Wir holen uns die Karten von den Minen, so wie geplant, und damit finden wir mehr als genug TNT, um jede Höhle im Tal dicht zu machen. Bullshit. Mit einer Sache hast du recht. Ich find's gut, dass du's gesehen hast. Ich kann dir nicht folgen, Mike.
Ich rede über den kommenden Krieg mit den Rippern. Der, auf den Schizo so heiß ist. Glaubst du, ihn interessiert, wer stirbt, Freund oder Feind? Schon gut. Komm, legen wir los. Was kommt denn jetzt? Da ist die Tür. Shit, geht nicht auf. Hier ist alles verrammelt. Komm schon, wir müssen den Weg nach oben finden. Riecht, als wäre hier was gestorben. Krabbler. Ja, ich riech's. Schöne Scheiße. Ich habe Kinder nie gemocht, die haben mich immer genervt. Das war immer ein Streitpunkt zwischen mir und Elizabeth. Gott hab sie selig. Du magst keine Kinder. Wow, und ich dachte, du magst jeden. Fast niemanden, aber ich toleriere die meisten. Sogar Drifter, Klugscheißer. Komm schon. Nicht aufzukriegen. Okay. Gut, das war's dann. Jetzt haben wir Karten zu jeder Mine im Bezirk und wissen, wo ihr Dynamit ist. Okay, dann los. Hörst du das? Ja. Und erwartest du vielleicht jemanden? Nein. Kann ich mich auf dich verlassen? Hey, ich fange nicht deinen Ärger an, aber ich bring's zu Ende, wenn's sein muss. Bleib hinter mir. Hey, ich kann auf mich selbst aufpassen. Klar kannst du das, aber weißt du noch letztes Mal, als wir hier draußen waren? Ja, wie gesagt, bleibe hinter dir. Ich hab was gesehen. Was zum Teufel? Alter, die zieht durch. Hey, komm raus! Hier, ich hier! Ich will dafür reden! Ich kann jemanden gebrauchen, der mit Waffen umgeht. Halt dein Maul! Jetzt darf ich dich. Nein! Das waren alle. Gehen wir. Bin hinter dir. Snacks mitnehmen. Was haben wir denn? Nachladen! Nachladen! Bleib unten! Freaks! Wir locken noch die ganze verdammte Stadt zu uns! Ich komme. Irgendwann bleibst du schon stehen.
sehe sie. Pam pam. Gott, was ein Chaos! Ich weiß, warum niemand Shermans Kern wegkriegt. Wenn Eddie rausfindet, dass wir hier unseren Arsch riskieren, dann wird sie sauer sein. Naja, aber wie sollte sie das jemals erfahren? Von mir nicht. Geht's nach Hause. Also wegen der Ripper. Warum wolltest du, dass ich den Scheiß sehe? Weißt du, Dick, du erinnerst mich ein bisschen an mich. Früher. Wie das? Mir ist alles scheißegal. Oh, du sorgst dich um deinen Freund, willst nicht, dass er stirbt. Aber um mich oder irgendjemand anderen auf diesem Planeten? Ich glaube nicht. Wer sich sorgt, der stirbt. Ja, das stimmt. Aber weißt du was? Wer es nicht tut, stirbt ebenso leicht. Auch die guten Leute aus Sherman's Camp haben sich irgendwann nur noch um sich selbst gekümmert. Es ist leicht, jemanden zu töten, wenn er nur ein Stück Fleisch ist, das einem im Wege steht. Skizo will die Ripper töten, weil er glaubt, dass sie nicht mehr menschlich sind. Sie zählen nicht. Sie sind keine Menschen. Stehen ihm im Weg. Tja, ich glaube diesen Scheiß nicht. Ich lasse das nicht zu. Weißt du, Skizo, er fragt sich, warum ich Pazifist bin. Also, so nennt er mich gerne. Er glaubt, dass ich noch alle draufgehen lasse. Tust du das? Mike, lässt du alle draufgehen? Freaks wird es nicht ewig geben. Und wenn sie weg sind, dann brauchen wir ein paar Leute hier, die beim Aufräumen helfen. Hey, hör zu, hey. Ich mag Carlos und seine Ripper nicht, genauso wenig wie Tucker oder Copeland und seine verdammten Trucer, klar? Aber hey, hör zu. Es ist so, Deke. Ich schlag mich nicht darum ein, von ihnen zu töten. Ich habe genug getötet. Auch wenn Carlos Ärger macht?
Ich halte Wort. So viel ist sicher. Das wird auf jeden Fall noch richtig spannend. Herstellungsrezept. Was haben wir da Schönes? Herstellungsrezept für einen Attractor. Gut. Wie sieht's denn jetzt hier? An Herodes Geburtstag. Deacon spürt ein Neuroforschungsteam auf. Ja, da müssen wir dranbleiben. Das war wieder Erinnerung kriegen an Sarah. Gut, hier haben wir noch die Nebenquest immer noch, aber ich denke mal, dass wir uns dann in der nächsten Folge erstmal um die Quest hier kümmern. Genau. Okay, Leute. Und wir machen hier an dieser Stelle Feierabend. Nein, und Mike, darauf würde ich nicht wetten. Ein Waffenstillstand hält nicht. Dass euch ja, auch ausnahmsweise diese Folge gebe ich Skizzo recht. Die Ripper, das sind keine Menschen. Nicht mehr. Wieder gefallen hat, genauso wie mir. Wenn dem so ist, dann zeigt es mir auf jeden Fall gerne mit einem Däumchen nach oben. Kommentiert natürlich wie immer auch sehr, sehr gerne ich und fleißig. Geht. Lass ein Abo da, falls ich du das noch nicht getan hast. Nach ihm sehen. Ich hoffe, dass er wach ist. Neues mehr zu verpassen. Wenn du zusätzlich das Glöckchen aktivierst, dann wirst du über jedes neue Video, was ich online stelle und alles andere, was hier neu erscheint auf meinem Kanal, benachrichtigt. Bleibt mir gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Euer Jens.